Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Ja, dieses Verkehrszeichen bedeutet gefährliche Kurve, und zwar gefährliche Linkskurve. Dasselbe Zeichen gibt es auch Seitenverkehr, dann zeigt es nach rechts und hier ist es eine gefährliche Linkskurve. Vor der Kurve müssen wir natürlich die Geschwindigkeit vermindern. Die erste Antwort stimmt schon mal, ne? Wir müssen immer vor der Kurve abbremsen, ja, sodass wir in der Kurve möglichst nicht mehr bremsen brauchen. Wir regeln vor der Kurve schon die Geschwindigkeit, ja? Vor der Kurve links blinken, das müssen wir nicht, das ist ja nur eine Kurve, wir biegen hier ja nicht ab. Möglichst weit rechts fahren sollten wir auch. Warum? Falls der Gegenverkehr, der uns entgegenkommt, die Kurve schneidet und uns auf unserem Fahrstreifen entgegenkommt. Kann also auch sein. Ja, und darum ist die dritte Antwort auch richtig. Antwort 1 und 3 sind richtig hier bei dieser Frage. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Dieses Verkehrszeichen warnt vor einer gefährlichen Kurve, ja, und zwar gefährliche Kurve nach links. Es gibt doch dasselbe Zeichen Seitenverkehr, dann zeigt es nach rechts, ja, und dann bedeutet das gefährliche Rechtskurve. Das gibt es auch als Doppelkurve, ja, dass also zwei Bögen hintereinander kommen, dann bedeutet es halt Doppelkurve und zeigt auch noch an, in welche Richtung die erste Kurve geht, denn auch das Doppelkurvenzeichen gibt es Seitenverkehr. Okay? So, was müssen wir jetzt dabei beachten? Was ist denn die Gefahr bei einer Kurve? Die Gefahr bei einer Kurve ist, dass man sie unterschätzt und dann aus der Kurve fliegt. Ja, wenn wir durch die Kurven fahren, dann bauen sich Fliehkräfte auf. Der Schwung, den wir drauf haben, der will das Auto ganz gerne geradeaus treiben. Und indem wir lenken, zwingen wir unser Fahrzeug von dieser Schwungbahn, von dieser Geradeausbahn ab. Und die ganze Zeit, wo wir durch die Kurve fahren, drückt uns die Fliehkraft zum Kurvenaußenrand. Ja, darum fliegen Autos, wenn sie aus der Kurve fliegen, auch immer zum Außenrand und nicht zum Innenrand. Okay? So, wenn sich die Geschwindigkeit verdoppelt, vervierfacht sich die Fliehkraft. Ja, wenn du also 100 fährst, ist die Kraft, die dich nach außen drückt, viermal so doll, wie wenn du 50 km/h fährst. Das solltest du wissen. Also immer runter mit der Geschwindigkeit. Je schärfer eine Kurve ist, ja, umso weiter musst du runter mit der Geschwindigkeit, ja, und wir bremsen immer schon vor der Kurve. Da haben wir schon die ersten beiden Antworten, die richtig sind. Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern. Warum vor der Kurve? Ja, weil du in der Kurve scharf bremsen musst, dann bringst du Unruhe ins Fahrzeug. Ja, wenn du jetzt in der Kurve fährst und bremst plötzlich stark ab, weil du dich verschätzt hast, dann wird er auf einen Schlag erstmal das ganze Gewicht nach vorne verlagert. Der Schwung, der treibt mit einem Schlag das ganze Gewicht nach vorne durch die Vollbremsung. Dadurch können die Reifen die Haftung verlieren und dein Auto erst recht aus der Fahrbahn schmeißen. Okay, darum auf der Geraden vor der Kurve Geschwindigkeit abbauen, ja, und aus der Kurve raus in die neue Gerade rein, nach der Kurve halt wieder beschleunigen. Vor der Kurve links blinken, das brauchen wir nicht. Ja, es ist ja nur eine Kurve und keine Abzweigung oder keine Kreuzung. Wir folgen ja nur dem Fahrbahnverlauf und verlassen den Fahrbahnverlauf ja nicht, ne? Und darum müssen wir auch nicht blinken. Möglichst weit rechts fahren, das stimmt auch, weil wir nie wissen, wie sich der Gegenverkehr verhält. Vielleicht fährt er auch zu schnell und wird aus der Kurve leicht rausgetragen und kommt uns ins Gehege, ja, auf unserer Fahrbahnseite. Und außerdem, wenn es eine scharfe Kurve ist, ist sie meist auch nicht sehr gut einsehbar. Und gerade an Straßenstellen, die schwer einsehbar sind, müssen wir äußerst rechts fahren, weil wir halt nicht wissen, was uns entgegenkommt. Ja? Antwort 1 und 3 sind richtig hier bei dieser Frage.